ey, no front, Alter. Shirin, ey, super, alles gut. Ich bin ein riesen Fan, ich feier's. Beste Rapperin aller Zeiten. Aber Dings... von, was? Nix, ich feier's auch übel. Was feierst? Ich kann mich gerade nicht zusammenreißen, so arg feier ich. It's Timbo in the party, everybody, pull up your hands. Yo, what up, cuz? It's Big Snoop Dogg. You're listening to Lanky Talks. What up? Check it out. Blaze it on, Toaster. Woof, bow, wow, wow. Blaze, neue Dings. Stimme-Imitation. Was geht ab? Das hier ist Lanky Talks. Das war doch Snoop. Ja, der ach so, das war Snoop. Der ja, echte. Wir sind in der gleichen Ding. WhatsApp-Gruppe. Schildkrötenvermissten-Gruppe auf WhatsApp. Ey Leute, das ist jetzt das letzte Mal, ich sag's jetzt gleich, das ist das letzte Mal, dass ich's durchsag. In der Wahlgrabenstraße. Leute, passt auf eure Schildkröte auf. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin jetzt raus aus diesem Schildkröten-Game. Das ist Lanky Talks, Folge 85. Mein Name ist Blaze Da Dawn. Mir gegenüber sitzt Toast. Wir haben heute alle Stars am Start, unter anderem auch... First off, fuck your bitch and the click you claim. West side when we ride, come equipped with game. Danke auch an unseren Homie Sky Dumont, was geht? Blaze, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ey, Tosa, können wir das nicht mit der Gemeinde irgendwie regeln, dass AirTags für Schildkröten? Wär das ja, nicht so kann man die, ja, willst du die implantieren oder wie stellst du nee, das vor? Nee, einfach oben drauf. Also einfach mit, so, mit so Panzertape. Ah, Panzertape, sehr gut, habe ich gar nicht dran gedacht. Mit doppelseitiger Klebeband einfach drauf. Ey, ich habe gestern wieder meinen Schlüssel gesucht, richtig gestört. Eine Stunde, okay. Bin abgefahren, St. Leon, wo wir vorher spazieren waren und so. Oh, richtig auf Dummkopf-Modus. Und dann war er einfach in meinem Rucksack, Mann. Oha. Kein AirTag dran? Jetzt. Jetzt. Ja, aber AirTags auch Ding. Also, Apple, mach mal ein bisschen Preissenkung hier. Ey, es 100 gibt, Euro ist schon. Und jetzt ist für meine ganzen Spar-Homies. Es gibt Alternativen, gell? Es gibt Alternativen, unter anderem auch von irgendeiner Aldi-Marke oder so. Okay. Und die gehen auch ganz normal in dieser Wo-Ist-App. Okay, nice. Ja. Und die kosten dann, ich glaube, normalerweise kostet ein AirTag 35 Euro. Und ich glaube, die Aldi-Dings, die kosten dann 39 Euro für zwei Stück. Okay, kannst du, hast du welche? Nee, habe ich empfehlen? Noch nicht. Habe ich okay. Noch nicht, aber. Aber legst du dir welche zu? Ich denke jetzt ja. Genau, okay. Also, machst ich habe keinen Bock, mal Sachen zu suchen und so. Ey, die sollen genauso mit der gleichen Batterie wie auch die AirTags ein Jahr halten und so. Aber wenn ich die habe und was sagen kann, dann sage ich was. Ja, okay. Produktreview wäre nice auf jeden Fall. Hast du schon mal Batterie ausgetauscht bei den Dingern? Ja, klar. Ist easy peasy. Ja, okay. Nice, weil bei mir hat letztens angezeigt, dass Batterie ausgetauscht werden muss. Ja. Ich hatte das noch, also ich habe also das noch nie gemacht. Du nimmst einfach so irgendwie in die Hand und drückst so zusammen und dann drehst du gerade so eine Fünftel Umdrehung oder sowas. Dann kommt es auseinander und die Batterien, also was sind das? 2032, wenn man die nicht daheim hat, das lohnt sich auch. Da kann man ruhig mal einen 10er-Pack kaufen bei Amazon und die einfach immer daheim haben. Aber da auch bei den 2032er Batterien, bei diesen flachen Ding-Batterien, kauft lieber die mit Marke. Da habe ich schon die Erfahrung ach so, gemacht. Ja, dass na diese, klar. Da gibt es ja bei irgendwelchen Ramschläden, so 99 Cent Stores, gibt es ja diese Dinge. Aber mache ich bei Batterien generell nicht. Ja, okay. Also so no-namiger als IKEA wird es nicht bei mir. Okay, ja, es gibt einen Discounter in Deutschland, der hat eigentlich gute Batterien. Da kann ich ja auch später, da können wir mal off-camera oder off-record. Das ist so ein brisantes Thema. Nee, aber wir machen doch keine Werbung. Wir machen hier keine Werbung, außer für Apple und für Samsung. Solange die uns keine Schildkröte. Ja, stimmt. Ey, sponsert uns eine Schildkröte, Mann. Nee, aber es gibt einen Discounter, der bezieht seine Batterien von einem großen. Berühmten Batterienhersteller und tut die einfach nur umlabeln. Weißt du, was ich meine? Ah, okay, also ja. OEM genau. Oder wie man das sagt. Genau, auf jeden Fall hatte ich früher immer voll die Abneigung gegen so Knopfzellen-Shit, weil gefühlt ist, braucht jedes Gerät eine andere Knopfzelle, aber 2032 ist relativ okay, weil viele Sachen, die Wahrscheinlichkeit, wenn du was hast mit Knopfzelle, dass 2032 ist, ist hoch. Mein Ding war voll krass, mein Gameboy-Batterienverschleiß war übel. Hi, natürlich, meine auch. Der war richtig krass. Meine auch. Aber das Gute war ja, dass es diese großen waren, die Doppel-A. Mhm. Und ich glaube, Game Boy Pocket waren aber die Dreifach-A. Und das war schon wieder scheiße, weil die relativ, also im Vergleich dann doch seltener waren. Ich hatte kein Pocket. Ich hatte den Nummer, also den Backstein, den grauen. Genau, und dann hatte ich Color.
Und dann hatte ich Color. Und bei Color weiß ich, glaube ich. Bei Color waren dann, bei dem Backstein-Ding waren 4 Doppel-A und beim Game Boy Color waren 2 Doppel-A. Ah, okay. Alles klar. Und was ich geil fand, ich hatte es letztens mit einem Arbeitskollegen über so alte Sachen und so, Minidisc, ich war Minidisc for life. Boah. Und eine Doppel-A-Batterie und let's go, my man. Hatte ich leider nicht. Ich weiß, dass MU hatte Ding. Minidisc war der Minidisc. Shit, Alter. Assi underrated. Ja, war ich aber nie Ding so drin. Ich hatte halt MP3-Player, Discman und Walkman. Ich hatte einen relativ späten Minidisc-Player, so kurz bevor diese MP3-Player, also MP3-Player wurde ja erst dann richtig big. Ja, Minidisc war dann so auf CD, wo man dann brennen musste, oder wie lief das ab? Ich erkläre es gleich, nur kurz, um dieses MP3-Player-Ding mal kurz abzuhandeln. MP3-Player war ja erst dann richtig big Thema, war schon vorher, aber erst dann richtig big das Thema, als diese 128 Megabyte Maxfield zum Umhängen, weißt du, was ich meine? Diese Sticks, als die rauskamen. Dann wurde es ja das super Mainstream-Thema. Es gab ja vorher schon MP3-Player und so. Und die Anfangs-MP3-Player-Zeit hatte ich einen Minidisc, das war mein zweiter von Sony, und der hatte schon USB und ich konnte den anschließen an den Rechner und mit einer Software konnte ich dann MP3-Dateien rüberziehen auf den Minidisc. Ich hatte halt auch voll früh ein iPhone 3. Ja, okay, dann hat sich's da erledigt gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das Vorm-Ding war. Vor allem, ich war heute bei meinen Eltern, ich habe den iPhone 3 noch in Originalverpackung. Was heißt iPhone 3? Du meinst dieses normale iPhone, das erste? iPhone 3G. Ah, 3G. 3G. Ja, nicht dieses allererste iPhone. Ja, das zweite iPhone war das dann, glaube ich, genau. Das 3G. Und ein iPhone 4 habe ich auch noch in mit Originalverpackung alles drin. Verena hat noch ein iPhone 4S. Ein 4er iPhone hat die auch noch irgendwo rumliegen, glaube ich, mit Verpackung. Weißes habe ich gesehen. Und ein Samsung Galaxy habe ich gefunden, 2er. Ich hatte auch das allererste Galaxy, aber das ist mir dann irgendwann mal kaputt gegangen. Ein Geschäftskollege von mir hatte dieses allererste HTC Dream oder wie das hieß, zum Aufschieben mit Tastatur, weißt du, dieses erste Android-Handy. Voll frimmelig alles. Ja, genau, aber eigentlich Minidiscs bespielen war über Line, In und dann Racket drücken und dann wie eine Kassette eigentlich. So war eigentlich Minidisc. Nice. Und später dann gab es mit digitalem, diesen optischen Kabel, weißt du, was man später auch für DVD-Player hatte, war halt dann geil, 1:1 CD-Qualität. Und später dann halt diese mit MP3 und da hatte Sony dann auch so ein Atrak 3, hieß das, so ein eigenes Audio, bla, alles Technik-Gesülze, Alter. Willkommen zu Lanky Talks, was geht kennst ab? Kennst du das T-Mobile Sidekick? Ja, was bei den Amis so big war. Ich hatte das auch hier. Also echt? Was hast du damit gemacht? Du konntest doch gar nichts machen damit, oder? SMS schreiben halt. Ja, SMS schreiben. Ja, es war nicht so geil, wie man sich's vorgestellt hat. Ich war halt früher voll der Fabulous-Fan. Ja, natürlich, die haben das alle gehabt. In den Videos auch. T-Mobile hat gut gesponsert, halt glaube ich. Genau. Und dann gab es noch so eins, das hatte ich vorher. Das war so blau. Und es war auch so wie so ein Gameboy 3DS sah der aus, wo man dann so aufklappen konnte und auch so schreiben konnte. Und das hieß irgendwie... Ja, wie hieß denn das? Keine Ahnung. Ich hatte auch einen Pager und so, hatte ich auch. Ja, das hast du erzählt mit Pager. Das Quick, hatten wir schon so mal Quick, hier. Von Quick auch von T-Mobile. In der Folge. Pager ist unnötig, Mann. Aber nee, Sidekick fand ich auch cool. Habe ich auch gedacht, muss ich unbedingt haben und so. Ich habe ja auch voll lang geglaubt, ich brauche ein Smartphone mit physischer Tastatur. Ja. Aber dann im Nachhinein gedacht, Sidekick ist sicher voll schlecht, weil du hast ja gar nicht den Vertrag für diese Nachrichtenscheiße und so. Dein Gegenüber hat keinen Sidekick. Dann ist es ja also noch halb so natürlich geil. Hast du nicht das Potenzial, was eigentlich ein Sidekick. Du hast halt ganz normal telefoniert und auch voll der Klopper war das halt, weißt du? Ja, natürlich. Und hast halt telefoniert, ein SMS geschrieben. War auch voll teuer. Ich war auf jeden Fall, also hättest du auf jeden Fall ein viel geileres Nokia oder sowas gekriegt für das Geld. Ja, natürlich. Auch viel gespart und so extra. Dann gab's ja auch noch dieses Engage. Kennst du das Engage? Ja, von Nokia. Dieses, was dann so Gaming-orientiert sein Gaming, sollte, war wie ein Controller gemacht mit einem Display. Ich glaube, man konnte auch so Spiele reinmachen. Ja, mit Cartridges, richtig. Ja, genau. So Nintendo-Games und so ging da, glaube ich, auch. Übrigens ein geiler Side-Fact. Der Tag, an dem das iPhone vorgestellt wurde, das erste, ungefähr um die Zeit rum hat Nokia gerade das höchste Quartalsergebnis in der Geschichte gefeiert.
weißt du? Und gedacht, sie sind on top of everyone's game. Und ein paar Jahre später ist einfach tot. Hm. Ist brutal. Ja. Schade, schade. Schade, schade, Schokolade. Was geht ab? Blaze, erzähl mir, was treibt dich um? Was treibt mich was? Was treibt dich um? Was geht ab? Was liegt an? Was hast du gemacht? Ich habe kurz noch eine Nachricht. Leute in Waldorf am Hochholzer See, geht da nicht mit Hunden hin, Alter. Die dürfen da nicht schwimmen und die dürfen da nicht einfach frei rumrennen wegen der Flora und der Fauna, Mann. Ich hab gedacht, jetzt schon so Giftköder oder so ein Scheiß. Ey, wer legt einen Hunde-Giftköder aus? Das ist auch so eine Sache. Das habe ich nie gerafft, Alter. Ey. Wer macht das? Keine Ahnung. Was ja, bringt's also mir, wenn dein Hund stirbt, Alter? Ja, es gibt halt so Leute. Die also, sind einfach gestört in ihrem Kopf. Ich bin jetzt noch nicht so lange im Dog-Game. Aber ich achte jetzt halt auch so, wenn wir jetzt Gast gehen. Dass er nicht einfach so, irgendwas frisst und ja, so. Ja, irgendwas frisst oder so vom Boden. Da ist halt schon wichtig so. Ah, okay, doch nur Scheiße. Aber es gibt, glaube ich, so meistens ist es jetzt so, ich habe jetzt auch gesehen in der Gruppe, da wurde Giftköder in den Hof geschmissen. Ey, das ist so asozial. Wenn du halt irgendwie so einen Nachbarshund hast, da wo die ganze Zeit nur am Kläffen ist und so, dann denke ich mal, ist das so ein Grund, warum so Asoziale da Giftköder reinschmeißen. Natürlich ist das jetzt nicht der ideale Weg. Man kann ja auch mit dem Hund reden. Oder wegziehen. Ja, natürlich. Kann man auch. Ja, nö, aber mir ging es gesundheitlich nicht so gut, Toaster. Oh. Ich hatte so Erkältung? eine kleine Sommergrippe. Ja, so eine Sommergrippe hatte ich. War so 2 Tage ein bisschen, wie gesagt, erkältet. Heute noch ein bisschen, habe ich noch ein bisschen, so wie nennt man das, dieses Schlappheitsgefühl so. Ja. Also, Abgeschlagenheit? Abgeschlagenheit, genau. Aber ansonsten... Wie bei Corona damals, oder was? Ja, ich habe einen Test gemacht. Ich habe mal seit langer Zeit wieder mal einen Test gemacht. War negativ. Okay. Weil ich habe auch letztens gelesen, es geht wieder los, Toaster. Ey, da waren auch irgendwelche Zeitungsschlagzeilen und so, ne? Mhm. Was ist, wenn du Corona hast jetzt? Was machst du dann? Es ist doch ja, eigentlich scheißegal, oder nicht? Es sind ja wieder sämtliche Variationen entstanden. Und neue Mutationen und Mutationen, irgendwas. Ey. Können wir uns einfach... Also jetzt mal im Ernst. Liegt es dir arg auf der Seele, darüber jetzt zu... Über Corona, willst du jetzt mit mir über Corona reden? Nee, danke. Willst du das Fass aufmachen? Nee, danke. Okay, gut. Ich weiß nicht, wie es genau bei dir aussieht. Ich habe heute ein paar Sachen auf dem Zettel, Blaze. Okay. Ich habe auch ein Thema. Das würde ich aber, das sind wieder so, mir sind so Sachen aufgefallen. Im Alltag? Im Alltag, mit denen ich gerne wieder mit dir gerne reden will. Also es ist eine Sache, aber das können wir auf jeden Fall. Also es sorgt schon für Gesprächsstoff. So okay, geil. So. Dann würde ich gerne die kleinen Themen ein bisschen abfrühstücken. Alles klar. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Blaze. Are You The One ist wieder losgegangen auf RTL Plus. Are You The One? Are You The One, moderiert von Sophia Tomalla. Was ist Are You The One? Kennst du es nicht? Ich kenn's leider schon. Das ist so ein Reality-TV-Dings. Okay. Ich bin voll drin im Game. Jeden Donnerstag 2 Folgen, Leute, gönnt euch RTL Now, RTL Plus. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ist egal. Auf jeden Aber Fall. Ist nicht Ding, oder? Ich kenne die mit diesen, wo gebuzzert wird. Gebuzzert? Wo dann so 30 Männer oder 30 Frauen dastehen und dann ein Typ kommt, ein Kandidat, und dann meint, ja, ich bin Fridolin, Feuerwehrmann aus Münster. Und, und dann zeigen sie, wie ein Brand löscht und dann finden die Leute es scheiße und drücken weg. Und dann, ja, drücken weg und dann sagen sie, ja, ich bin. Ey, das ist auch sowas, ich raff das nicht. Da sind dann so Sachen und dann sind das so Leute. Und wie heißt das? Diese Sendung heißt Take Me Out. Take Me Out, okay, ja. Das sind das immer wird so von diesem kleinen da, von diesem. Ralf Schmitz. Ich mag den, ja. Das ist nicht dieser Comedian. Ja, finde ich nicht so lustig. Ist halt immer so hibbelig und so und davon lebt er ja. Ist auch nicht mein Fall. Aber das sind so welche dabei, hast du mal ein bisschen verfolgt, die haben so das Ding, dass sie so früh wie möglich drücken müssen. Weißt du, was ich meine? Ja. Lass es dir doch offen, Alter. Wenn du nicht genau weißt, weißt du, was ich meine? Ja. Aber ja, kein Plan. Nee, Are You The One ist voll in this place. Es sind auch schon ein paar Gestalten dabei, so, wo ich mir frage, ey. Blaze, Achtung, Are You The One. Stell dir vor, 10 Frauen, 10 Männer, okay? Okay. Und die werden in so eine Villa gehockt auf Thailand.
So, okay. In Thailand auf so einer Insel. Zack. So. Und da haben sie vorher rausgesucht, dass bestimmte davon, die passen zusammen, weißt du, so psychologisch und so. Okay. Die haben so Matching-Dings, KI ein bisschen vielleicht auch, Algorithmen, Psychologie, Fats-Mats. Und so. Und die wissen. Guckt, wer hurt wo am Aquarium. Ey, da wird asozial rumgehurt. Aber auf jeden Fall. Ich hab das mal gesehen. Da gab es doch mal eine Staffel, wo die so extrem sich die ganze Zeit besaufen und jeden Tag Exzesse und. So ist es. Und es ist auch so, dass die am ersten Abend sich schon vornehmen, dass wir werden die krasseste Staffel und so. Weißt du, was ich meine? Okay. Nee, und pass auf, und da ist es dann so, die müssen dann rausfinden, irgendwie, wer zu wem gehört. Und dann gibt es dann immer wieder so Events, wie zum Beispiel. Dass die spielen Spiele und dann können der Gewinner von diesem kleinen Spiel, also spielen sie immer ein Pärchen, die können dann zusammen in so ein Dings gehen und dann können sie sagen, ey, wir spekulieren, wir beide sind ein Match. Komplett tot. Was ist tot? Ich höre dich noch. Hallo? Bist du noch da? Ich bin noch da. Ja, irgendwas war los, komplett weg warst du. Du wolltest jetzt einfach nur ablenken, weil es dich nicht interessiert. Nee, ich schwöre, es hat voll gehangen. Ja, ich habe auch gesehen, dass es hängt. Also pass auf jeden Fall müssen die rausfinden, wer zu wem gehört. Und wenn die das, da ist dann, ich mach's jetzt kurz, und da ist dann so alle zwei Tage oder was, ist dann so ein Ding, da hocken sie sich dann in Pärchen so hin, okay? Ja. Und dann wird quasi aufgedeckt, dann gehen so Lichter an, da hocken dann 10 Pärchen und je nachdem, wie viele Pärchen richtig hocken, gehen dann Lichter an. Und wenn sie irgendwie in so und so vielen Tagen, in 2 Wochen oder was weiß ich, das schaffen, die richtige Konstellation herzustellen, dann gibt's 200.000. Okay, krass. Für alle dann? Für alle. Aber dann aufgeteilt dann halt. Und das ist es, was ich nicht raff. Die machen das, weißt du, was ich meine? Weißt du, die machen sich dann zum Affen für, ey, Leute, ich weiß, 10.000 Euro sind viel Geld. Ja, für die ist das viel Geld, Bro. Das sind doch keine Dinge, das sind doch keine Intelligenzbestien, die wohl brutal bezahlte Jobs haben. Ich denke mir dann als, ey, für einen Zehner brutto macht ihr euch da so zum Affen und könnt nie wieder mit eurer Mutter am Küchentisch hocken und Kaffee trinken, ohne dass ihr euch schämt. Ey, Bro, weißt du selber, da gibt's Leute. Aber die wollen halt nicht wieder zu Lidl an die Kasse gehen, Mann. Leute, ist es nicht schlimm, bei Lidl an der Kasse zu hocken? Die dürfen nicht, die müssen hinten ein Ding im Lager. Die Brötchen aus dem Ofen und dann in diese Fächer rein. Die dürfen nicht mal an der Kasse hocken. Aber kennst du auch so Leute, die wohl 5 Minuten irgendwie wo und dann mal zu sehen waren bei irgendeinem Schmodder-Format. Und du merkst richtig, wer Sendezeit. Weißt du? Gib mir Sendezeit. Es gibt doch so Leute, die wohl 5 Minuten Sendezeit hatten, so in so einem Schmodder-Format und dann irgendwie Instagram mit so Playboy Sachen 51. Schmücken wie Reality-Star. Ach so, ja, die gibt's. Die sind auch gar nicht so weit weg, Alter. Mach mal Ausbildung am Aquarium. Und jetzt ist aber auf jeden Fall Are You The One VIP. Da ist dann halt Reality-Stars und so. Und das ist das Allerbrutalste. Okay? Wer ist VIP-Ding oder was? Pass auf, da ist so, also es heißt VIP. Das bedeutet, da sind jetzt nicht normale Leute, so wie du und ich, in so Anführungszeichen. Sondern da sind normale Leute, so wie du und ich, aber die waren schon einmal in so einem Format. Weißt du, okay. Also das ist der Unterschied zu VIP. Cosimo und so aber, Zeug. Nee, pass auf, jetzt kommt das und das raff ich nicht. Nee, viel unbekannter als Cosimo. Cosimo ist A+ gegen die. Da sind dann Leute, die waren mal einer von den Männern, nicht der Bachelor, sondern einer von den Männern bei Bachelor. Weißt du, was ich meine? Okay. Und die sind dann irgendwie in der dritten Runde rausgeflogen, waren 2 Sendungen lang zu sehen und so. Und die, nee, pass auf, und jetzt kommt's. Der Anfang von dieser Sendung läuft so ab, dass da diese Villa ist leer, okay, und dann kommt der Erste rein. Der Erste kommt rein und ist dann alleine mit seinem Koffer oder was. Und dann wird er so ein bisschen vorgestellt, weißt? Und er geht dann rum und sagt, oh, geiles Schlafzimmer, oh shit, hier, macht Champagner auf. Und dann kommt der Zweite dazu, weißt du? So ein Abwechseln kommen die. Und dann sind 2 Leute in der Villa, dann sind 3 Leute, kommen immer so nacheinander. Und die sehen sich schon von Weitem, okay? Die sehen dann schon, oh shit, da kommt jetzt eine Frau. Und die denken alle, die stellen sich dann alle vor, ey, ich bin der und der, ich war schon in dies, das, Ananas. Und finden sich voll nice, weil sie voll bekannt sind. Aber die kennen sich gegenseitig alle nicht, okay? Aber keiner rafft es, dass, wenn du die anderen nicht kennst, vielleicht bist du selber dann auch gar nicht bekannt. Yeah. Weißt du, was ich meine? Und diesen Fall, das einfach umzudrehen, das kriegt keiner auf die Kette. Und es ist so brutal. Yeah. Aber ich bin auf jeden Fall tief im Sumpf. Ich habe jetzt schon viel zu lange darüber geredet, als ich eigentlich wollte, Mann. Und macht es dir Spaß? Das ist doch das Wichtigste, brutal, oder? Ist brutal. Und dann gibt es noch, ich bin so arg drin, da gibt es noch die Meta-Ebene jetzt. Da gibt es dann so ein Ding, ich gucke dann die Folgen
Und dann gibt es so einen Typ, der heißt Calvin Kleinen. Also der ist sein wirklicher Name. Und dieser Typ, der hockt, der war mal in so einem Dings drin, in so Formaten. Mhm. Und dieser Typ macht dann auf YouTube Reaction auf die Folgen. Und ich ziehe mir dann direkt danach das Reaction-Video von Calvin rein. Ich habe mal, die Partybrüder haben mal darauf Reactions gemacht. Was sind die Partybrüder? Ein Adler, der frei fliegen wollte, hast du eingesperrt. Die sind das. Nee. Doch. Okay. Partybrüder. Partybrüder, gib mal ein. Das waren die, die hatten doch auch bei RTL 2 oder so. Warte mal, ich muss hier gerade kurz meine Flasche zuschrauben. Und dann, ich gucke jetzt noch kurz Partybrüder und dann, glaube ich, können wir das Thema zumachen. Ah, Partybrüder. Partybrüder, oder? Ist noch vier. Nee, Partybrüder hieß die Serie, oder nicht? Ah, okay. Und die reacten auf diese Sendung. Hast du versucht, einzusperrt. Alter, und diese Szene mit diesem Adler ist ein Ausschnitt von Partybrüder. Ach so, echt? Ja, ja. Okay, geil. Aber auch geile Frisuren dabei, Mann. Mhm. Aber keiner mit Edgar. Nee, das waren die Edgars von damals halt. Ja, ich weiß, du hast Fotos. Oscars. Fotos geschickt. Ja, ey, jetzt auf jeden Fall schon, es tut mir leid, viel zu lange drüber geredet, Mann. Ich muss jetzt hier meine Liste kurz gucken. Auf jeden Fall Shoutout an Danilo, das ist ein süßer Kerl und ich hoffe, dass er die wahre Liebe findet, weil er ist wegen dem Real Shit ist er dabei. Aber das wollte ich nur sagen. Opfer. Ey, Blaze, hast du Bushido diss Track gehört? Wir gehen direkt rein. Ja, habe ich gehört. Hast du den Kapi-Song gehört? Habe ich auch gehört. Aber ich habe es erst schief gekriegt, weil ich habe gedacht, dass der Kapi-Song eine Antwort ist auf den Bushido-Song. Aber das ist er ja gar nicht. Nee. Der Bushido-Song ist ja eine. Genau, genau. Ja, was sagst du, Blaze? Der Bushido-Song finde ich echt lame. Ja, weil es wieder so auf Dingen wie Leben und Tod vom König Glöckner versucht worden ist, aber halt sich anhört wie auf Wish bestellt, Kenneth Glöckler, der ist auf Wish bestellt. Fand's assi wack. Also ich würde auch. Ich war mir übrigens so sicher. Gar nichts mehr, Ding. Ich war mir so sicher, dass er Dings reimt. Staatsfeind und Dings. Voll schlecht, einfach. So wie Staatsfeind, Dark Knight und so, Angst, Schweiß. Weißt du, dass er so Reimkette macht? Hat er gar nicht gemacht, voll geil. Nein, okay. Voll gut. Aber so wie Corey es letztens geschrieben hat, also auch einfach mal drei Zeilen nichts gerimt und so. Ja, es war ein bisschen verschickt, ja. Voll wack so, auf jeden Fall. Der Kapi-Song war jetzt auch nicht Ding. Kapi-Song war bockschlecht. Ey, ich fand's aber Ding. Die Hook hat mich ein bisschen gecatcht, so. Ich mag so einfach und simpel. Ja, Kapi, fick den und den. Grundsätzlich finde ich das stimmt. Das halte ich ihm zugute, dass der versucht hat, irgendwie einen Song zu machen mit einer catchy Hook. Das hab ich, weißt du, was ich meine? Nee. Das ist geil, weil das ist halt irgendwie dieser Dings. Das ist halt so Catchphrase, weißt du? Wenn irgendwas ist jetzt im Freundeskreis, wenn wir jetzt so 15, 16 wären, so Ding, und irgendjemand labert wieder, gestern Rückwärtssaldo, Auerbach, dann so, ja, Kapi. Und so. Das ist halt so Catchphrase, weißt du? Ja, so 16-, 17-Jährige feiern das. Das halte ich ihm zugute. Mhm. Aber ansonsten, ey, ganz ehrlich, ich glaube, also jetzt mal im Ernst, wenn das nicht Bushido und Kapi wären, sondern, sag zwei Typenplays, die keiner kennt, genau, wenn es die zwei wären dann, es wird doch keinen jucken, Mann. Ja, aber auch Roos hat ja wieder. Wenn es wir zwei wären, es wäre doch egal. Es wäre doch jedem scheißegal. Aber wieder Bushido. Ey, Bushido, immer irgendwie Ding. Auch, also, der Roos hat es letztes gemeint, aber ich habe es ja auch mir schon gedacht. So, der war ja innerhalb von 24 Stunden, war der auf 1, irgendwas Klicks. Ja. Das kann er mir. Guck mal, so wie es. Ich jetzt zitiere mal Roos, was er gemeint hat und ich bin voll der Meinung. Es guckt doch keiner mehr YouTube-Videos. Nee, aber guck mal. Free Spirit von Shindy. Ja. War doch in aller Munde, oder? Sogar Bild-Zeitung hat eine Schlagzeile drüber gehabt und so, das und das. Ja, genau, ein Kollege interviewt dann auch und so. Genau, ja. Und guck mal, Free Spirit hat in zwei Monaten 1,2 Millionen Klicks gemacht. Und der Bushido-Track hat doch keine Sau interessiert. Kein Arsch hat es interessiert und da kann er mir nicht erzählen, dass er 1,1 Millionen Klicks in 24 Stunden hat. Was du bei Bushido nicht vergessen darfst, Blaze. Egal der wie Channel wack hat wir voll das viele finden. Abonnenten, gell? Erstens,
Der Channel zweitens ist bei Bushido folgendes. Ich glaube, dass es bei Bushido eine Menge Fans gibt, die sind so unser Alter. Okay. Ja, aber hör doch auf. Und die haben früher, ey, du weißt doch genau, was ich meine. Und die haben das früher gehört und sind damit aufgewachsen und haben sich das Bushido B irgendwo tätowiert und kaufen sich immer noch jede Box mit Bitcoin drin und so. Und Dings. Und was? Und dann gehen die auf jedes Konzert und feiern es voll brutal. Und AMYF haben sie voll gefeiert, weil Bushido wird jetzt erwachsen und macht so ein Dings-Song für seinen Sohn und so. Und die ist so. Und wenn dann aber irgendwie super Eskalation ist. Das sind aber Leute, die halt keine Ahnung. Das sind halt so Leute. Sorry, dass ich jetzt gerade unterbreche. Ja, das sind aber so Leute, die wohl eigentlich keine Ahnung haben. Und nur so Rap, oberflächlich den Rap ist, hören. Den ist es voll egal, ja, dass jetzt irgendwie das rauskommt, scheißegal, ob der dass Bushidos Texte schreibt, ganzes Rap-Ding irgendwie fake genau, ist. Weißt du, ja, genau. Das so, ist halt so oberflächlich. Die wollen einfach nur dieses Bushido-Gefühl für sich konservieren. Die machen es dann rein. Kopfhörer fühlen sich brutal, wenn sie dann im Bus irgendwie zur Arbeit und so. Die wollen einfach nur, dass in dunklen Gassen der Regen auf ihre Lederjacke tropft. Genau, Air Max auf Beton. Kopfhörer drin, genau. So. Jeans in den Socken. Assi. Kragen Zahnstocher hoch. Rein. Genau, und dann unter so Ding, unter so einer Straßenlaterne stehen. Nachts. Ja, natürlich. Ja, und die feiern es. Und soll ich dir was sagen? Ich glaube, da haben ein paar reingehört und die finden grundsätzlich auch dieses ganze neumodische Autotune-Zeug, finden sie scheiße. Die finden immer noch, dass Bushido richtig, richtig, richtig gut rappt. Und dann rappt er halt so und sagt, Kapi ist voll schlecht, weil hat sich in die Hose gepisst. Und dann denken die, ja, geil, gib's den. Ich glaube, das gibt's, Blaze. Und das sind viele. So wie ich bin doch auch einfach frustriert und will einfach, dass jemand kommt und tritt diesen ganzen neuen Möchtegern-Typen mal richtig in den Arsch. Und der rappt auch noch geil wie Bushido. Und ich warte doch auch nur drauf. Ich bin doch auch so ein Rucksack-Dude. Ja, aber beides Schmodder. ja, ist so, ich bin ehrlich, Mann. Was soll ich denn da um den heißen Brei reden, Mann? Beides Schmodder. Alles ehrlich. Schlecht. Kapi zur Seite empfehle ich mit beiden. Ich feier Kapi, gell? Kapi ist Ding. Also, es ist New School Shit, aber ich feier Kapi. Also, besser gesagt, ich weiß, warum es die Leute oder die Jugend von heutzutage feiert. Also, wenn ich jetzt 16 wäre und Kapi wäre, also zu der Zeit, als Kapi rauskommt, ich hätte es auch übelst gefeiert. Wäre mein größter Held gewesen, mein Idol. Die Legacy Capital Bra, also Hot Take. Capital Bra hatte die Möglichkeit, vor ein paar Jahren stand er an so einem Scheideweg und einer von beiden Wegen, die er hätte gehen können, wäre gewesen, das ist jetzt mein Hot Take, dass seine Legacy größer wird als die von Sido. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber halt einen dummen Fehler gemacht mit. Nee, wenn er Dings Disziplin gehabt hätte, weißt du, was ich meine? Und hätte Dings vielleicht auch ein stabiles Team um sich rum gehabt und so. Mhm. Ich denke, dass das auch immer so eine Sache ist. Aber nee. Ich denke, dass der Impact, den er hätte haben können auf Musik generell in Deutschland, dass der größer hätte sein können, als der, den Sido hat. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und verbockt, sorry. Aber er hätte sein eigenes Film, so wie UFOs gemacht, weißt du, sein eigenes Ding und so, kein Label sich anschließen und. Ey, aber ganz du musst ehrlich, halt auch, ich will jetzt nicht, sorry, dass ich dich unterbreche, ich will jetzt nicht von wegen Dings mich größer machen, als ich bin und so, aber ich hab's doch auch mitgekriegt, wenn wir als im Studio waren mit Leuten, weißt, es gab so eine Zeit, da wollte jeder Tracks haben, die sich so anhören wie die Tracks von Kapi. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, wenn ich Beats dann gemacht habe und Leute waren da und so und dann, oh geil, genau, so wie Dings und dann ein Kapi-Song gesagt und so, das klingt genauso wie das und so. Weißt du, was ich meine? Lelele einbauen? Vor noch so. Und nee, und so war es ja. Du erinnerst dich, wie die Beats alle waren vor 5 Jahren und so, 5, 6 Jahren und dann Autotune noch dazu und solche Dings, Hooks, die aus nur ein paar Wörtern bestehen und Zeug möglichst oft wiederholen. Das hat der doch Fame gemacht in Deutschland. Ja. Jeder wollte so sein wie Kapi. Das auf jeden Fall. Und ich würde vielleicht sogar sagen, dass, und wir ärgern uns immer über diese Palmen aus Plastik Retortenscheiße, dass alles klingt wie eine Palmen aus Plastik-Kopie. Aber eigentlich ist es bei Kapi, glaube ich, ärger gewesen. Ja, ich glaube, die Leute haben eher, also jetzt im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, die Leute, es gab viel, viel mehr Kapi-Kopien als Palme aus Plastik-Kopien. Glaube ich. Ja, das könnte gut möglich sein. Ja, aber beides Schmodder, Mann. Nee, ja, Bushido würde ich auch empfehlen, bitte lass es jetzt endlich sein mit dem Rappen. Ja, da kommt ein Album jetzt. Oh, warum? Weil da kommt ein Album. Ding. Weil sein Dubai-Aufenthalt wieder finanziert warum? Werden muss, Mann. Warum? Ja, weil warum ein Album machen? Weil er wieder
Steak im Burj Khalifa essen will, weißt du? Ey, wer schreibt das? Weißt du das? Weiß man das? Keine Ahnung. Wer schreibt die Bushido? Ey, wenn derjenige zuhört, der das schreibt, melde dich bei uns und sei down mit uns, komm in den Podcast, wir reden drüber, Alter. Ich hätte Bock. Ich rede mit keinem, Alter, der was für Bushido schreibt. Doch, ich bin am Start. Ich würde auch gern für Bushido schreiben. Glaubst du nicht, Blaze, dass ich nicht auch einen Bushido-Track schreiben könnte und der ist auf dem Album einfach Track 12 und keiner rafft's? Wie hieß das Album? Wie würde das Album heißen, wo du für Bushido schreiben würdest? Wenn ich ein ganzes Album schreibe für Bushido? Ein ganzes Album. Boah, dann heißt es einfach Weg des Kriegers. Gibt's das nicht schon? Nee, ich glaube nicht. Und das ist eigentlich voll offensichtlich. Aber Dings, ich glaube, das würde auch Ding die ganzen Fans, von denen ich gesprochen habe, voll abholen. Mit Dings, weißt du, mit so Kette am Geldbeutel. Ja, B wäre doch geil, Ding. Einfach nur das Bushido-Logo. Ja, das stimmt. Oder einfach Ding, jedes Album einfach nur noch nummerieren. Oder einfach Dubai lebt. Was ist Dubai lebt? Ist ja auch so eine Sache, Mann. Ey. Leute, kommt doch mal klar mit eurem Scheiß. Lass uns nicht so tief da reinstürzen. Ja, ey, ich muss gerade gucken. Hast du für mich ein Thema? Ich brauche die Delfin-Therapie jetzt wieder. Hast du Shindy? Shindy war essen mit Shirin David, hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Ey, die machen jetzt Podcast. Ja, guck mal, kommt der raus? Keine Ahnung. Aber hast du das Studio gesehen? Da war so ein Bild. Das sah schon high-class aus, Alter. Das sah schon richtig geil aus. Shoutout an Shirin. Wenn du Bock hast, komm in unseren die Podcast. Sollen wir high-class sein und die nicht oder was? Natürlich, wenn die... Das wir sind Straße, Blaze. Wir sind Ding. Wir machen drüben Ipflerplatz. Auf der Bank machen wir Podcast. Ist schon draußen, oder? Wir brauchen das nicht wie Shirin. Ja, die sollten draußen machen wie diese Tussi, die Drake-Podcast gemacht hat. Hast du das mitgekriegt? Aber wie sieht die aus? Hast du das Bild mal gesehen, wie Shirin? Die aussieht? Ja. Ey, dieses Bild, wo sie essen sind und du siehst Shirin von der Seite, ey, no front, Alter. Shirin, ey, super, alles gut. Ich bin ein riesen Fan, ich feier's. Beste Rapperin aller Zeiten. Aber Dings, von, was? Nix, ich feier's auch übel. Was? Ich kann mich gerade nicht zusammenreißen, so arg feier ich. Von der Seite ist halt, sieht aus wie Miss Piggy. Oh Mann. Ey, Blaze. Wo kommt denn die alle her? Wo kommen die alle her? Gib mir meinen Hip-Hop zurück. Ich werde jetzt richtig frustrierter. Ey. Ja. Auf jeden Fall. Also sag. Nee, sag. Was ich auf jeden Fall gesehen habe und ich erwarte jetzt geile Sachen von Kollega und Farid. Anscheinend ist Ding, läuft Shindy-Tour nicht so gut. Hast du es mitgekriegt? Ich habe nur das Auftaktkonzert war in Berlin, München. Ey, es sind auf jeden Fall noch in ganz, ganz, also in ein paar Locations sind noch ganz, ganz viele Tickets nicht verkauft. Also deutschen Rap oder besser gesagt deutschen Rappern sollte auch bewusst sein, dass dieses Privileg Arenentouren zu spielen immer noch ganz wenigen Künstlern vorbehalten ist. Also es braucht jetzt nicht jeder zweite der wo irgendwie einen TikTok-Erfolg hatte, irgendwie jetzt denken, dass der irgendwie SAP-Arena mit 12, 13, 14.000 K aus, also das sind vielleicht, schafft vielleicht die RAF und 187er und dann schafft es Sido und dann vielleicht noch zwei, drei andere. Mir fallen ein und paar der Rest ein, sollte die bitte bei können. Ihren... Mir genau, fallen ein paar ein, die das sollte, schaffen können. Mir kommt direkt zum Beispiel Casper, schafft es. Ja, aber guck mal, Casper ist halt auch wieder nicht, also den packe ich nicht komplett in die Rap-Rap-Schublade. Weißt Materia, was ich mein? Packt es, ist aber auch nicht dann die Rap-Rap-Ding. Aber ist auch nicht Rap-Rap-Schublade. KIZ packt, könnte ich mir vorstellen, dass sie KIZ das packen. KIZ sowieso. Also ist ich glaube, KIZ vielleicht ist nicht eine Rap-Rap-Ding. Genau. Oder Fanta 4 oder sowas. Ey, oder? Weißt du, wer das packt? Ding. Ja. Luciano. Ja, Luciano packt. Luciano packt ist, aber der ist halt auch Superstar im Moment, weißt du? Ja, Luciano ist auch gerade voll brutal im Hype, weißt du, was ich meine? Packt das eine Shirin? Eine Shirin packt das auch. Shirin ist ja auch ausverkauft. Also die geht jetzt auch... Ja, ist ja aber auch Superstar. Aber guck mal, wie lange die schon Shindy im Game ist kein sind. Superstar. Die geht auf ihre erste Tour, das hat mich das voll geschickt. Dass ja, die, als sie auch, noch nie Dings Tour gespielt hat. Und dass die auch... die war letztens irgendwo bei Hafti mit auf der Bühne und es war ihr erster Live-Auftritt. Mhm. Das war auch krass.
Ja, wie gesagt. Ey, also, Shindy halt, ist halt nicht diese Kategorie von, also du hast entweder diese Super-Superstars, so wie Luciano oder so, oder halt Typen wie jetzt diese Materia und Casper, wo wir uns drüber streiten können, wie arg rap die sind, aber die halt seit 10 Jahren nichts anderes machen, als live da die Leute zu versorgen. Weißt du, was ich meine? Natürlich. Die machen ja nichts anderes, als Konzerte spielen. Wir wollten, also ich überlege gerade, mir Tickets zu holen für die Sido Weihnachtsshow. Die sagt dir was? Oh, nice, ja. Der macht ja dieses Jahr irgendwie 10, 15 Termine irgendwie. Ich glaube, also, wenn es so weitergeht, da kommt irgendwie gefühlt jeden zweiten Tag ein neuer Termin dazu. Aber denkst, ich bin Blaze, wenn ich mitgehe, dann Sitzplatz. Ja, sowieso, aber... Apache, ich merke das heute noch in den Knochen. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber Apache war... Ja, ich bin auch, ich mag das auch gar nicht mehr. Also ich war auch sehr, sehr froh bei Nas und Wu-Tang, dass ich... Okay, ich muss aber auch zugeben, wir sind... Bro, ich sag mal ehrlich... Die letzten 3 Konzerte, wo du Sitzplatz hattest, wie oft bist du da gesessen? Also du stehst, weil ich bei Nas und Wu-Tang bin ich auch gestanden, weil die vor mir halt alle gestanden sind. Ja, na klar. Aber also ich hatte aber halt schon so die paar Momente, wo ich mich mal kurz hingehockt habe. Und das ist schon Gold wert. Aber ich kann halt sitzen, bis das Konzert anfängt zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Ja, okay, das ist schon, ja, okay. Da gebe ich dir recht. Aber jetzt so während dem Konzert, dass ich gesessen bin, habe ich schon... Als wir Apache waren zum Beispiel in der SAP-Arena, ja. Wir hatten ja auch Sitzplatz, wir standen auch die ganze Zeit. Also spätestens beim dritten Song stehst du ja dann, weißt du. Ja, natürlich. Vor allem auch, wenn du was sehen willst, weil die vor dir stehen. Weil die vor dir stehen auch auf, genau. Ja. Also je nachdem, wie das dann halt die Ränge sind und so. Aber, ja. Ja, ich find's auf jeden Fall... dieses Live-Ding, das hat mich ein bisschen beschäftigt, vor allem, weil ich gesehen habe, du kennst ja auch Yasin von Audio 88. Nee, ich kenne nur Miami. Kennst du nicht Audio 88? Ja, natürlich. Doch, natürlich. Der hat jetzt Tour abgesagt, ne? Wegen? Hast du es mitgekriegt? Nee. Weil nicht genug Tickets verkauft. Aber ist der alleine jetzt auf Tour? Der wollte alleine auf Tour gehen. Hat der alleine ein Projekt am Start, oder was? Weiß nicht genau. So tief konnte ich jetzt nicht rein in der Kürze der Zeit. Also nee, ich will eigentlich nur daraus hinaus. Gibt es Beef oder was? Weil ich feiere die beiden als Duo. Ich feiere die super. Und Dings, sind ja noch ein paar andere, die eigentlich mit zu diesem Dunstkreis gehören. Erzähl mal ganz kurz, hier kratzt es an der Tür. Du kannst ja schon denken, wer es ist, ne? Aber... Ich muss okay. kurz ihn reinlassen, sonst das nervt mich nämlich. Auf jeden Fall, genau. Yasin wollte auf Tour gehen und zwar auch eine Tour angekündigt und alles und es gab Termine und so. Und die auf jeden Fall abgesagt. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Hier. Genau, für immer auf Tour. Konzerttickets 2023. Fällt aus, weil nicht genug Tickets verkauft, dann müsstest du halt, um immer noch kein Minus zu machen, dann die Produktion so weit eindampfen, also das heißt Bühnenbild, dies, das, anderes, müsstest du so weit eindampfen, dass du am Schluss eine scheiß Show ablieferst und dann macht es keinen Sinn. Und offensichtlich ist, was ja auch gemacht wird, ist ja, das kennst du ja sicher, runterverlegen, ne? Ja. Yeah. Also wenn dann in kleineren Locations gespielt wird. Ja, du musst ja auch bei den Spritpreisen heutzutage, weißt du, was ich meine, wenn der jetzt, also ich will ihm jetzt nicht an den, wie nennt man das? An den Karren pissen, meinst du? Ja, aber ich denke mal halt, der macht keine Nightliner-Tour. Ja, aber ich denke mal, der hat halt so Shows auch wahrscheinlich gehabt, wo halt nur 20 Leute kommen oder so, weißt du, was ich meine? Kann gut sein. Und da guck mal, wenn so, der jetzt so weit, irgendwie so weit kannst du dich runterverlegen. Wenn der jetzt von Berlin, der wohnt glaube ich in Berlin, aus Berlin, ja, glaube ich. Berliner, wenn der jetzt von Berlin, was weiß ich, nach München muss für 20 Leute, dann rendiert sich das auch, da kannst du runterschrauben und runter weniger Bühnenbild und so, da kannst du machen, was du willst, weißt du, was ich meine? Wobei ich jetzt sagen würde, ich kann mir vorstellen, dass so Audio 88 ja sehen, dass das vielleicht sogar in möglichst kleinen Venues viel mehr Bock macht. Ja, aber es lohnt sich. Also heutzutage ist halt, wie gesagt, es lohnt sich wirklich. Also ich denke mal, unter 100 Leute lohnt sich echt nicht mehr. Nee, natürlich nicht. Außer es ist jetzt so eine Jam oder so. Ich glaube, es hat sich noch nie gelohnt, Blaze. Ich glaube, es hat sich noch nie gelohnt. Ja, außer es ist jetzt so eine Jam, wo dann 3, 4... Ach so, und wo du im Prinzip kein Bühnenbild brauchst und so. Weißt du, was ich meine? Wo alles schon aufgebaut ist. Du kommst einfach... Ja, natürlich. Sowas wie Dings. Wie heißt
360 Grad Winter Jam. Ja, genau. So, wo dann auch mal Dings gestandene Artists außer Torch. Ja, stell mal, Torch zieht halt auch nicht mehr wie 100 Leute an. Keine Ahnung. So leid es mir tut, so, ich will jetzt niemand irgendwie. Ey, wenn Torch und Tony L auftreten, komme ich wegen Tony L. Ja, auf jeden Fall. Tony King. Kein Disrespect. Kein an Disrespect. Den Torch feiert Tony. Auf Rap also, in Heidelberg Tony auch schon, und so. Also damals auch schon Tony viel mehr gefeiert. Geiler Typ. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall links deswegen, also Yasin hat Tour abgesagt. Und ich bin gespannt. Glaubst du, dass Shindy so ein Typ wäre, der runter verlegen würde aus der Arena? Nee, aus Ding nicht. Also der wird auf jeden Fall Minus eingehen, aber. Ich hoffe allein für die Fans, dass die nicht in einer halbleeren Arena stehen. Ja, weil aber allein schon, um seinen aktuellen Feinden kein Kanonenfutter. Ich fände es so geil, wenn dann einfach Kollega und Farid. Ey, könntest du dir vorstellen, dass es in Deutschland gibt, dass Kollega und Farid einfach wie Ja Rule, Dings und 50 Cent, oder wer war das? Dass die einfach bei Ja Rule die kompletten ganzen Tickets kaufen. Ja. Und dann machen sie Breakdance so, wie bei Lars. Ich guck gerade, wer so alles kommt. James Blunt ist doch was für dich. Ja, super. Oder? Nee. Feierst du nicht James Blunt? Nicht so wirklich. Okay. Aber ich habe hier Andreas Gabayer, ist doch was für uns. Das ist was für uns, Leute. Diese Woche auch Song der Woche. Luciano, 50. Ey, ich glaube, ich gehe doch 50. Ey, lass 50 in Zagreb gehen, Mann. Aber 50 wurde gerade angeklagt. Kann sein, dass er vielleicht gar nicht nach Europa darf. Hat gerade einen offenen Prozess, ja, hat Mike. Also was Stieres oder was? Hat wie Cardi B Mike ins Publikum geschmissen auf jemanden. Oh nee, und dann Körperverletzung und so. Bro, ich hab's. Was? Verkauf alle Bitcoins, unser ganzes Erspartes. Meet and Greet Snoop Dogg European Tour für 1671 Euro. Wo spielt er? In der Lanxess Arena in Köln. Okay. Triff Snoop Dogg und erhalte eine originale Death Row Chain bei der Show. Wir freuen uns, dass du am 23. März 2023 bei Snoop Dogg auf einer Tank Me Tour in der Max-Schmeling-Halle in Berlin dabei bist. Okay, das war ist jetzt das Ding, aber ist in der Lanxess Arena. Also 1600 Euro, Snoop Dogg, Meet and Greet und eine Death Row Kette. Dann gehen wir Dings. Underrated oder overrated? Ist in Ordnung rated. Ist richtig rated. 1600 Euro? Ja. Ey, Blaze, ganz kurz zwischenrein, wenn das hier rum ist, würde ich gern mir irgendwas zu essen gönnen. Was ist dein Tipp direkt jetzt für was essen? Ich bin auch schon ein bisschen faul, es wäre gut, wenn es nach Hause kommt. Nudeln. Ich hab Bock auf Nudeln. Meinst du Nudeln bestellen? Ja, okay. Ich komme gleich, nur das ist Snoop Dogg-Thema. Ja. Rate mal, wer bei Snoop Dogg Vorgruppe ist. 50 Cent. Mm-mm. Also jemand, wo du auf jeden Fall feiern wirst und auch aus dieser West Coast Death Row Aftermath Schiene, nicht Death Row Aftermath, Shady Records. Joe Budden? Nee. Nee, keine Ahnung. Also Eminem? Er hat Real Names, No Gimmicks. Obi Trice ist voll gut, nice. Bro. Krass, gell? Ist geil. Das ist geil auf jeden Fall. Und dann lass Ding zu Obi Trice live gehen und zu Snoop hauen wir dann einfach ab. Meinst du, wenn Snoop 1,6, Obi Trice 160? Können wir Ding, Verhandlungsbasis Ding, Meet and Greet, hinten auf dem Parkplatz? Mit Death Row Chain? Wir müssen eben unsere Chain geben. Oh ja, extra eine machen lassen. Nee, lass Dings, lass zu Obi Trice. Nee, lass zu 50 gehen in Zagreb. Wann ist das? 17.10. Nee, gehen wir nicht, Mann. Scheiß auf 50 Cent in Zagreb. Der soll Harris kommen, Mann. Ist alles ausverkauft, außer Hannover. Der soll Harris kommen. Nee, scheiß auf den. Ja, Blaze, was bestelle ich zu essen ganz schnell? Nudeln. Okay, alles klar, mit was? Quattro Formaggi. Ah, okay, dann mach oder, ich. Oder will ich Fleisch? Nö, ist egal. Okay. Dann. Ich überlege gerade, ich habe hier noch ein Thema mit Dings. Ist halt ein Politikthema, Blaze. Ich glaube, du hast keinen Bock drauf. Ja, kurz können wir in dem Ding, aber wir müssen jetzt nicht Ding ums Rabbit Hole herumtanzen. Ja, hast du Ding mitgekriegt, Aiwanger, diesen Typ in Bayern? Nee. Ey,
Pass auf, das ist der. Ich will einfach nur wissen, was du davon hältst und ob das richtig gehandhabt ist. Einfach sagen, okay. ob du denkst, in Deutschland ist es in Ordnung, wenn man so ein Ding so handelt. Mhm. Bei dem kam raus, dass der vor irgendwie vielen Jahren, als er noch in der Schule war, mal vom Direktor vorreiten musste, weil die haben so ein Flugblatt gefunden bei ihm im Schulranzen, okay? Okay. Und auf diesem Flugblatt, ich zitiere jetzt, Leute, das ist ein Zitat, okay? Das ist ein Zitat. Das gibt nicht wieder, was ich selber denke. Also, auf diesem Flugblatt stand noch mit Schreibmaschine geschrieben, Bundeswettbewerb, wer ist der größte Vaterlandsverräter? Teilnahmeberechtigt, jeder, der Deutsche ist und sich auf deutschem Boden aufhält. Bla, bla, bla. Mhm. Bewerber melden sich im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch. Und nun die zu gewinnenden Preise im Einzelnen. Unter anderem steht hier, erster Preis, ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz. Das kannst du gewinnen, laut seinem Flugblatt, wenn du der größte Vaterlandsverräter bist. Und den hat laut dem Flugblatt, das in seinem Ranzen gefunden wurde. Okay, und den hat er kreiert und gedruckt? Da komme ich gleich zu. Der zweite Platz wäre zum Beispiel ein lebenslänglicher Aufenthalt im Massengrab. Okay. Der dritte Platz ist ein kostenloser Genickschuss. Und so Zeug gibt es dann halt. Und dann steht unten, wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme und wünschen viel Vergnügen den Gewinnern der Plätze 1 bis 1000. Und dieses Flugblatt wurde gefunden, offensichtlich in seinem, vor Jahren, als er in der Schule war, in seiner Schultasche. Okay. Und der ist einfach der Vizeministerpräsident, okay? Der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern. Okay. Ja, also hätte mich jetzt nicht gewundert, hätte gefragt, woher könnte der sein, dann hätte ich auch in die Region ein bisschen so getippt. Dazu kam raus, dass der auch ab und zu gerne mal, also haben dann so Leute im Nachhinein dann gesagt, die ihn kannten und mit ihm in der Schule waren, dass er gern mal links Hitler imitiert hat. Okay. Und sich mal so ein Hitlerbärtchen hat stehen lassen und so. Ja, das hab ich auch ein Bild dazu gesehen, glaube ich. Und ja, genau. Und dann hieß es werde so, und dann hat sich sein Bruder aber gemeldet, zufälligerweise, und hat gesagt, dass er dieses Flugblatt angefertigt hat. Was aber immer noch nicht beantwortet, warum das in der Tasche ist von dem Herrn Aiwanger. Und ob der Herr Aiwanger vielleicht mitgemacht hat beim Flugblatt erstellen. Was auf jeden Fall gesichert ist, ist, dass die Es vielleicht sogar geholfen hat beim Verteilen. So, die Schreibmaschine, auf dem das gemacht wurde, ist auch die gleiche Schreibmaschine, mit der der Herr Aiwanger Zeug geschrieben hat. Also das scheint gesichert zu sein. Dann kriegt er einen Fragenkatalog vorgelegt. Von seinem Chef halt, vom Ministerpräsidenten. Mhm. Leute, es wird nicht vorverurteilt, sagt der Herr Söder. Und da hat er auch recht. Ey, das sind offene Fragen. Wir machen jetzt einen Fragenkatalog, 25 Fragen. Herr Aiwanger, beantworte die. Ich bin auch kein Fan davon, zu schnell zu sein bei sowas. Ey, und im Prinzip kann sich der Herr Aiwanger an gar nichts erinnern. Okay. Und der Söder sagt dann, ey, die Sache ist geklärt. Er findet es gut, dass es geklärt ist. Krass. Und und jetzt ist einfach, geht's ganz normal weiter. Krass. Als wenn nie was gewesen. Ey, please! Egal, ob du das geschrieben hast. Aber das ist doch bei der Politik öfters jetzt schon der Fall gewesen, Bro, dass viele Sachen unter den Teppich gekehrt werden und ja auch jetzt auch. Die Meta ist einfach, Sachen nicht zugeben, sondern sagen, dass du dich nicht erinnern kannst. Das ist so. Einfach so machen, als wäre es nie passiert. Ja, nicht sagen, ja, ey, du könntest ja sagen, ey, ich war dumm, weißt du, was ich meine? Leute, es war dumm, wir waren besoffen irgendwas. Ja, aber da reitest du dich doch noch mehr in Scheiße. Also, weißt du, was ich meine? Einfach sagen, du erinnerst dich nicht. Einfach sagen, du erinnerst dich nicht. Ja, natürlich, das ist ja... Der wird gefragt... Wenn du jetzt sagst, ja, ich habe Scheiße gebaut, dann kommst du da nicht mehr raus. Und es ist da so ist der Karren dann zu tief in der Scheiße. Das ist so ein Ding und das stresst mich ein bisschen. Und ich denke eigentlich, dass wir in Deutschland, ey, es tut mir leid, Leute, aber ich muss jetzt hier ein bisschen den Zeigefinger rausholen, weil wir müssen sensibel werden für so einen Scheiß. Es kann doch nicht sein, dass nur damit in Bayern nicht mit den Grünen regiert. Und genau das ist es, Blaze, weil da ist Landtagswahl jetzt demnächst in Bayern. Ja. Und nur aus dem Grund, und das ist jetzt mein Take, ja, und ich werde mit dir um. Dass da nicht mit den Grünen regiert werden muss, weißt du? Hält der Söder das jetzt einigermaßen am Laufen? Und du kannst dann einfach, du kannst einfach in Deutschland solche Flugblätter in deinem Rucksack haben, dann kommt es raus und es ist kein Stress.
Ja, und ich werde mit dir, dass der Typ wieder irgendwie gut abschneiden wird bei der Wahl. Ich denke es auch. Ich denke es auch. Weil der hat es ja super gemanagt. Der hat ja die Fragen beantwortet. Und das ist alles geklärt. Da ist gar nichts geklärt. Ja, und Bro, gar nichts vor allem, geklärt. Bro, der kann sich ja nicht mehr dran erinnern. Weißt du, was ich meine? Ich habe mir das alles durchgelesen. Ich habe mir die kompletten 4 Seiten Beantwortung durchgelesen. Und das ist zum Teil richtig hanebüchen. Also an manches Zeug erinnert er sich noch. Zum Beispiel, dass sie mit der Polizei gedroht wurde, als sie die Tasche ausgeleert haben, da erinnert er sich dran. Aber als dann gefragt wurde, ob er mitgeholfen hat, sowas zu machen, das weiß er nicht mehr genau. Ey. Nee. Leute, wir dürfen uns nicht verarschen lassen, Alter. Es ist so. Es ist krank. Sorry, das war jetzt mein Rant zu. Deswegen bei mir Robert ist halt Eibanger, auch Mann. Das meiste, was ich halt hier von mir gebe, ich erinnere mich dann im Nachhinein gar nicht mehr dran. Das ist halt ja auch so eine Sache. Ja, Blaze, aber wir verharmlosen hier doch nicht den Holocaust. Nee, sowas machen wir auf jeden Fall nicht. Also davon danke. Das ist auch gut, dass du es nochmal gesagt hast. Das machen wir hier nicht. Nee, das machen wir nicht. Auf der Liste von vieles, denen, die wir hier nicht machen, steht das ganz, ganz oben. Ja. Nee, wir machen keinen Spaß. Ich muss doch irgendwie erwarten können, dass in Deutschland irgendwie so ein bisschen Sensibilität für dieses. Ey, ihr könnt über jedes Thema sagen, was ihr wollt. Aber wenn wir uns alle Leute in Deutschland irgendwo einigen können müssen, weißt, dass man mit dem Thema irgendwie sensibel umgeht. Weißt, es kann doch jeder über alles denken und sagen, was er will. So fast. Aber das Thema, ey, ja, keine Ahnung. Sorry, Rant vorbei. Eiwanger durchgestrichen. Ja, nee, auf jeden Fall. Blaze, worüber hast du, ja, findest du das gut oder findest du das schlecht oder findest du, das sollte normal sein? Nee, aber was soll ich denn jetzt großartig dazu sagen? Also es war doch jetzt in der Vergangenheit auch schon öfters mit AfD und so, dass da irgendwelche Sachen richtig mies scheiße gebaut wurde und dann einfach wieder so unter den Teppich gekehrt worden ist oder solche Sachen, so wie du jetzt eben gerade sagst, Dinger, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Also, ich komme mir manchmal. Ich komme mir manchmal vor, irgendwie, als wäre das, was ich sage, irgendwie zu übertrieben oder so. Aber wir brauchen doch in Deutschland irgendwie ein bisschen Sensibilität für rechts. Weißt du, was ich meine? Nee, da werden die Augen schön schnell zugemacht. Aber wenn irgendwas jetzt mal von der anderen Seite, also von der Ausländer oder von der Flüchtlings irgendwie, das ist dann sofort eine Schlagzeile wert. Und weißt du, was ich meine? Jeder kleinste Scheiß. Ich sag jetzt nicht, dass auch. Es sind beide Seiten. Schuld, haben ihre schwarzen Schafe, aber ja, na klar. Da wird halt mit weißt du, was ich meine? Mit zweierlei Maß. Genau, mit zweierlei Maß wird da gehandelt und auch berichtet drüber. Genau. Danke. Ja, bitte. Danke. Ja, Blaze, du wolltest noch erzählen, Dings, du hast Beobachtungen gemacht im Alltag. Ey, Thorsten, ich habe was gesehen. Okay, das gibt es jetzt schon wahrscheinlich länger. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen too late to the party. Das macht nichts, bin ich auch immer. Ist alles gut. Okay, es gibt irgend so ein Phänomen und ich würde gern von dir mal wissen. Ich habe so Bock, es könnte alles sein. Ich würde gern von dir wissen, wieso, warum, weshalb. Okay, hau rein. Welcher Huren hat entschieden, dass man sein Auto mit diesen Fake-Polizei und so Ding foliert und dass das dann lustig ist. Ey! Meinst du, wenn dann Putzilei draufsteht? Ja, mit so Rechtschreibfehler und so. Hahaha, haben wir gelacht, Alter. Voll brutal. Also welcher Idiot hat da beschlossen, dass das voll krass ist? Ich schwöre dir, da gibt es Leute, die geben so viel Geld aus. Ey, Blaze, ich will dir jetzt nicht auf den Schlips treten, aber so viel Geld, wie dein Auto kostet, geben die aus, damit ihr so Auto so aussieht. Meistens sind das ja auch keine 1994er Ford Focus oder Ford Cars, sondern das sind alles meistens so neue Autos, weißt du, was ich meine? Die fahren dann 70.000 Euro VW-Bus. Ja, aber also in welcher Idiotenkneipe ist denn der Gag entstanden? Ich habe aber, ohne Scheiß, ich habe gerade heute, oder war das nicht sogar, als du mir vorhin hinterhergefahren bist, war so ein Typ und der hatte seinen Bus so blau foliert und an der Seite von dem blauen, wie, was ist das? Ist es nicht Bundespolizei? Nee, ist oder Autobahn, irgendwas? War dann so dieses Signalgelb. Weißt du, war noch so dran? Ja, ich habe ein Kombi heute gesehen, also so irgendwie VW oder Mercedes Kombi und der hatte so Peace, also Deutsch, so wie Polizei und ja. Gelb und Blau, und das ist ja so Ukraine-Ding, ja. Flaggen. Ah. Und dann Peace halt statt Polizei. Ey, Leute.
Also jetzt nichts gegen die Message. Natürlich, nee, ja, es geht nicht um die Message. Es geht nur darum, was löst den anderen Autofahrern aus? Also ich bin so ein Typ, ich will nur in Konflikt kommen mit Polizei. Ich zog aber immer zusammen. Ich schieb da auch keine Paras oder so, aber... Also in welchem Freundeskreis ist man da cool? Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Welcher Kumpel klopft dir auf die Schulter? Sitzt man dann abends, samstagsabends an der Aral und lacht sich den Arsch ab und so. Ah, guck mal, der Jens hat Ding, Porzellei oder Porzellan irgendwie. Ja, die hocken dann abends im Ding in so Kneipe wie Engel zum Beispiel. und Dings, weißt du, und reden dann, ey, der Blaze hat schon wieder sein Auto foliert. Ich wünschte, ich wäre so ein brutaler Kerl. Oh, The Blaze, das ist halt noch ein richtiger Kerl. Der foliert halt sein Auto um. Das ist so übelst wack. Das ist einer der wacksten Trends, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Das ist so übelst hängen geblieben. So richtig krass. Ich habe eine Idee. Ich habe ja dieses. Es gibt ja dieses Auto mit dem Lanky Talks hinten drauf auf dem Ersatzrad. Mhm. Yeah. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mal gucke, ob ich das nicht umfoliere. Bitte nicht, Toaster. Und dann vielleicht noch so Kette an Geldbeutel. Ja, das ist wirklich, mir kommen die Tränen also jetzt aus Ding. Heute habe ich es halt gesehen, da hat es so bei mir, das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Aber ich habe es jetzt schon öfters gesehen und auch, ich habe auch mal auf YouTube oder irgendwo im Fernsehen, habe ich mal so eine Reportage und Bericht, wo die es dann so, so voll abgefeiert haben. Und ja, so. Das ist und halt sau lustig, Blaze. Es gibt ja sogar manche, die wurden auch so eine Sirene und so. Das sind dann so, ich will keine Leute beleidigen, das sind meistens so Sonderschüler, die wo es dann halt auf dem normalen Weg nicht in die Polizeiakademie schaffen oder sonst irgendwas und dann so voll lustig sind. Und dann ihre eigene kleine Polizeiakademie machen. Mach dich nicht drüber lustig, in Amerika gibt es so Nachbarschaftswachen und so, du erinnerst dich. Patrol, wie heißt das, irgendwas Patrol. Ja, scheiß drauf, ohne Witz, aber... Tut mir einen Gefallen, meidet solche Leute. Und callt sie out dafür, weißt du? Genau, sagt es auch. Hast du dein Auto wieder lackiert in Polizei? Hast du dein Auto verliert? Ist das lustig oder wie? Ich wusste nicht, dass das ein Witz ist. Ruhig sagen. Schöne Grüße. Ich schon, dass man Polizei anders schreibt. Ja, ich verstehe es auch nicht. Mann. Aber die haben das halt irgendwo mal gesehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So wie Dings. Weißt du, wie das ist? Das ist wie so lustige WLAN-Namen googeln. Ja. Und ich habe mal, genau, wie gesagt, auf YouTube oder so habe ich das schon mal gesehen und dann wurden halt einen auch von Polizei angehalten. Ja, du darfst es ja nicht eigentlich, ne? Ja, man da, also... Nee, die sagen dann, Herr Officer, lesen Sie mal richtig, da steht nicht Polizei. Und das war ja der hat sich voll einen abgewichst drauf. Ja, der hat übelst einen Harten gekriegt, dass er der Polizei so, aber da steht doch was anderes und so. Ja. Also allein sich da die 2 Stunden da irgendwie, das wäre mir schon zu dumm, da sich mit der Polizei hinzustellen und da zu diskutieren. Für mich ist es halt unnachvollziehbar, weil ich habe so krass, also kannst dir nicht vorstellen, Blaze, wie arg ich keinen Bock auf Palaver habe. Ja, natürlich. Weißt du, mein Tag hat nur 24 Stunden. Also wenn es rechtfertigt ist, dann ist auf jeden Fall, bin ich auf jeden Fall am Start. Aber man kann sich doch das sparen, weißt du, also ich war auch schon öfters jetzt mal in der Polizeikontrolle mit dem PKW und dann hieß es, ja, zeigen Sie mal Ihren Verbandskasten, zeigen Sie das und das. Und dann mache ich einfach den Kofferraum auf, zeige meinen Verbandskasten, ich wollte schon sagen Geodreieck. Geodreieck-Zirkel. A3-Block. mein Dreieck und gut ist, aber da diskutiere ich doch nicht und so. Da gibt es so Leute, die steigern sich voll rein und wollen dann am Ende recht und wichsen sich dann einen hart drauf und so. Ey. Gibt doch auch Dings, wie ist es, wenn Drogentest irgendwie gemacht wird, weißt du, wenn du Drogentest machen kannst musst du beim Autofahren, dann ist es ja so, die dürfen ja keine 2 Tests machen, weißt du, was ich meine? Und dann gibt es ja auch Leute, die diskutieren dann rum und so. Also wenn du nichts zu verbergen hast, okay. Ey, ich bin jetzt kein Fan davon, dass man alles, weißt du, dass wenn ich nichts zu verbergen habe, dann dürfen die alles mit mir machen. Aber ich will doch auch weiterfahren. Weißt du, was ich meine? Ich bin jetzt ehrlich, irgendwie unterwegs. Ich wurde angehalten. Dann hat er gemeint, ja, das und das, ob ich mit Pinkeln einverstanden wäre. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, ey, ich habe nichts zu verbergen. Und du Mach ich mit. Ja, natürlich. Andere, die Option B wäre gewesen, mit aufs Revier gehen, dies und das, Blut entnehmen. Und mindestens 2 Stunden Lebenszeit verlieren.
verstehe mich nicht falsch, ich frage dann schon zum Beispiel, ja, Herr Dings, Herr Kommissar, was geht denn ab, wo ist das Problem? Und dann sagen die ihre Standardausrede, ja, ihre Pupillen, die reagieren aber ein bisschen, weißt du, was ich meine? Diese Dings, diese Standard, was du immer bringen kannst, weil ich kann meine eigenen Pupillen ja nicht sehen und so. Ja, vor allem bei, ich habe, ein Optiker hat mir mal erzählt, dass diese ins Auge leuchten und so bei Brillenträgern so echt Quatsch sind, weil wir immer blinzeln, also wir blinzeln und Ding, weißt du, was ich meine? Ach so. Bei Brillenträgern ist das eigentlich Ding. Nutzlos. Guck, und die Leute, die ihr Auto so lackieren, die würden jetzt diesen Schnipsel Wissen nehmen und das nächste, wenn sie angehalten werden, hey, ich bin Brillenträger, bei uns passiert das immer und so googeln sie doch nach und dann holen sie ihr Laptop raus und ey, Leute, das ist Steuergeld, was flöten geht, Alter. Und da sind richtige natürlich. Verbrecher draußen, die irgendwie Schildkröten klauen in der Wald, weißt du, was ich meine? Und die oder Giftköder ausschlägen. Giftköder, so, wunderschöne Brücke, Dings. Schleife wieder zum Anfang. Leute, macht keine solchen Faxen. Lasst euer Auto einfach silber, ja? Kommt klar mit eurem Leben. Ja, hört Lanky Talks. Hört Lanky Talks. Und bleibt auf dem Teppich. Thorsten, es war mir wieder eine Ehre. Ich denke, wir haben genug Kilometer auf dem Tacho. Oh ja. Dass wir wieder die Folge hier beenden können. Stopp, uns ganz kurz. Hausaufgaben, Blaze. Hausaufgaben, okay. Burner genau, Boy. Warte. Lass mich, wo habe ich mein Handy hingelegt? Okay, ich habe es mir nämlich nur auf dem Handy notiert. Einen Moment. Leute, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hier nochmal die Empfehlung. Gönnt euch das Burner Boy Album. Genau. Das macht wirklich Bock. Ich würde, würde auf Platz 3 würde ich I Told Them, also den ersten Song würde ich auf Platz 3 packen. Okay. Auf Platz 2 würde ich Big 7 packen, aber den hattest du ja letzte Woche schon auf den in der Playlist. Deswegen würde ich das mit Day Play austauschen. Und mein absoluter Lieblingssong auf diesem Album ist City Boys. Echt? Ich feiere City Boys, ja. Auch die Message so von City Boys feiere ich. Okay, also auch wo er dann die ganze Zeit ich bin schön und so, egal was die anderen sagen, I'm beautiful, I'm sexy und das, ist schon, also ist geil. Und City Boys feiere ich und würde gerne City Boys auch auf die Playlist packen. Geil, dann mache ich City Boys. Ich habe geguckt, weil ich hatte ja Big 7 schon auf der Playlist, ich finde Big 7 einen richtig, richtig guten Song. Ich finde Dings, aber habe dann gedacht, jetzt für die, lasse ich mal die Singles raus. Ah, sorry, warte mal. They Play, das war falsch. Der mit 21 Savage würde ich auf Platz 2 bringen. Ah, der mit dem geilen Sample, wo wir gedacht haben, If I Rule the World. Sitting on the Top of the World, Genau. Das ist richtig gut. Genau, ich habe die Singles rausgelassen. Okay. Und ich habe auf Platz 3 habe ich If I'm Lying, der ruhige Song, der Gitarrensong. Finde ich auch geil. Finde ich super. Dann ist bei mir auf Platz 2, hat es aber ein bisschen gebraucht, bis ich ihn richtig feiere, ist Thanks mit J. Cole. Okay, ja. Und ey, ich glaube, mein Lieblingssong auf dem Album, abseits von den Singles, ist, ich glaube, das ist gleich der zweite oder dritte Song, ist Normal. Ja. Also ich habe heute nochmal das Album intensiv, ich habe es zweimal durchgehört heute. Mhm. Und ich muss halt auch sagen, ich bin voll und ganz bei dir, auch was deine Songs betrifft, aber auch im Allgemeinen finde ich das ein gutes, abgerundetes Album, was man halt auch als Ganzes sich anhören kann. Und du hattest ja letzte Woche zu mir gesagt, dass das J. Cole-Feature nicht so, da kanntest du ja noch nicht, dass es nicht das sein wird, was ich erwarte. Da hattest du auf jeden Fall recht. Aber mir ist auch so aufgefallen, auch bei dem RZA-Feature und so, dass es allgemein, glaube ich, auch so eine Sache ist, dass das nicht so als richtiges Feature sein sollte, sondern auch das GZA und das RZA, das sind ja auch alles so ein bisschen so A Cappella-mäßig und so, so als wäre es so was ein bisschen extra, weißt du, was ich meine? Ich hatte jetzt bei dem Dings, bei J. Cole nicht unbedingt den Gedanken, dass es extra sein sollte, weil es ja schon irgendwie, oder Dave ist ja auch ganz normal als Feature zum Beispiel. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Song hieß mit Dave. Mit Dave hieß der Song Cheat on Me. Genau, mit dem geilen Sample, ja. Ja. Ja, nee, ich verstehe noch ein paar Sachen an dem Album nicht zwischendrin, diese Soundschnipsel wie in einem Wu-Tang-Album, Alter. Ja, genau, die verstehe auch, ich manchmal auch noch nicht ganz. Ja, am Ende einfach so wie von so Shaolin-Filmen, so Karate-Szenen und so. Genau, einfach geil. Ist geil gemacht. Aber so ist geil. Ich weiß nicht, wo die Wu-Tang-Connection plötzlich herkommt. Mhm. Aber weil das ist ja schon irgendwie, also natürlich, ich kann Wu-Tang-Fan sein, aber mein Album dann so zu machen, weißt du, ist ja schon ein Step weiter. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber geil, Alter. Ich feiere das Album. Ich mache auf jeden Fall Sitting on Top of the World da drauf. Und dann ist es dann auch gleich, zählt es wieder ein Song der Woche? Ich habe noch einen Song, den wo ich gerne draufpacken würde. Hau ihn und raus. Zwar was Geiles, vielleicht wusstest du es nicht.
Es gab ein Trio Toaster, die hatten Anfang 2000er ein paar Hits. Du meinst nicht Eiffel 65? Nee, die sind eigentlich alle drei, eigentlich Einzelkünstler. Okay. Haben aber eine Zeit lang sich zusammengeschlossen und haben schon Musik beeinflusst. Und zwar habe ich auch das Intro von dort. If Timbo's in the party, everybody pull up your hands. Wer ist auf diesem Song drauf? Da ist noch drin drauf Justin Timberlake, mhm, und Nelly Furtado. Genau, und diese drei, nice, haben einen neuen Song. Halt's Maul. Ohne Witz. Okay. Und so Timbaland, Nelly Furtado und Justin Timberlake, Keep Going Up. Keep Going Up, der kommt auf die Playlist, Alter. Den will ich gerne als Song der Woche. Hey, Timbaland auch. Ey, ich glaube, ich würde sagen, Timbaland underrated, Mann. Ja, lass uns mal Eine Folge machen mit Timbaland. Lass uns mal Timbaland sein Spotlight geben, okay? Ohne Scheiß. Ich will jetzt nichts mehr sagen dazu, aber ich glaube, wir sind uns da einig. Machen wir. Ja. Mein Song der Woche, ich sag's ganz ehrlich, ich bin diese Woche uninspiriert. Ich habe nichts abseits Burna Boy gefunden, nichts abseits Burna Boy gehört. Mein Song der Woche ist deswegen von Drake. Und heißt Controller. Drake in seinem besten Dings, Patois-Dings nachmachen und so. Nice, Controller. Ist nice. Auf jeden Fall, es war uns eine Ehre. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Mein Name ist Toaster, mir gegenüber sitzt Blaze the Dawn. Das war eine weitere Folge Lanky Talks. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Macht's gut, passt auf euch auf. Sagt allen neuen Familienmitgliedern Grüße, außer eurem Großcousin dritten Grades. Der ist ausgeschlossen, der schuldet uns noch Geld. Macht's gut, Peace.